Was machen Eckernförder-Kampfschwimmer in der Wüste in Niger? Die kleine Eliteeinheit ist die älteste Spezialeinheit der Bundeswehr, arbeitet fast immer im Geheimen. Im Moment sind die Eckernförder an einer Ausbildungsmission der EU in Niger in Afrika beteiligt. Dort durfte ein Kamerateam von uns sie begleiten. Das hat es so noch nie gegeben. Die komplette Doku sehen Sie heute Abend im Ersten um 23 Uhr. Und hier im Magazin haben wir dazu eine vierteilige Serie. Heute und in den kommenden drei Tagen. Jetzt Teil 1, die Vorbereitungen. Im vergangenen Frühjahr. Zwei Elitekämpfer auf dem Weg zum Training. Seit ihrer Ausbildung heißen sie nur noch Lee und Gretel. Dann habe ich das einfach so aus dem Affekt gesagt, dass ich so heiße, dass das mein Spitzname ist, und seitdem ist er es gewesen. Damit war das dann fest. Wurde dann auch von allen gleich so übernommen und seitdem heiße ich Gretel. Einfach ein Name, Spitzname, der sich so im Laufe der Zeit ergeben hat und der mich jetzt schon seit, ich glaube, 17, 18 Jahren begleitet, denke ich. Weil es halt in bestimmten Einsatzszenarien zu einer gewissen Brisanz kommt, und um einfach unsere Familien auch zu schützen und unsere Identitäten zu schützen, spricht man halt nicht mit Klarnamen. Noch 4 Monate bis zum Einsatz. Schießtraining in Putlos. Pistol Precision, 25 Meter, hier eingezeichnet. Ist das euer Ziel? Die Kopfzone nachher, und das hier wird die dargestellte Beckenzone sein. Fragen erstmal. Beginnen wir jetzt mit Pistol Precision, 25 Meter, Zielentfernung, Pistole, 10 Schuss, Zeit 5 Minuten. Präzision. Auf die Linie. Natürlich gibt es diese Sektoren nicht einfach so, und man hat sich da ja auch irgendwas bei gedacht. So haben wir ja auch eingeteilt die unterschiedlichen Zonen, die letztendlich dann im Ziel letal sein sollen, also dann tödliche Wirkung im Ziel haben sollen. Und letztendlich ist es dann so, dass es davon abgeleitet ist, dass es irgendwann mal vielleicht dann der Feind da vorne stehen soll, den ich dann effektiv bekämpfen soll. Noch ein paar Monate der Vorbereitung. Dann wird Gretel mit seinem Team so weit weg vom Wasser sein, wie man nur sein kann. Die Bundeswehr ist in Bamako und Gao in Mali präsent. Die Kampfschwimmer sind dazu seit 2018 in Tilia in Niger. Die Ausbildungseinsätze in Mali und Niger sind durch dasselbe Mandat abgedeckt. Mitten im Nichts der Sahelzone. Dicht an der Grenze zu Mali. Niger ist stabil unter den ärmsten 3 Ländern der Welt. Der Klimawandel hat die Probleme noch verschärft. Terrorgruppen wie der IS nutzen diese Probleme und auch die Schwäche der Staaten hier aus, heizen Konflikte an, die die Region ohnehin schon erschüttern. Eine instabile Sahelzone, die scheint gefühlt weit weg zu sein, bedeutet eben auch, dass Menschen sich auf den Weg machen, möglicherweise nach Europa zu kommen. Bedeutet auch, dass gerade auch der sozialen Verwerfung wegen der Terror blüht. Und insofern sollten wir genau hingucken, was dort passiert, weil wir möglicherweise sonst eben Druck auf Europa, auf unsere Grenzen spüren. Schießen lernt man durch Schießen. Elitekämpfer müssen blitzschnell zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Für Gretel und seine Kameraden wird das in Niger möglicherweise lebenswichtig. So wie es derzeit ist, ist das kämpferische Niveau der Kräfte dort nicht so wie jetzt von jedem Einzelnen. Nichtsdestotrotz ist die Gefahr, die von diesen Kräften ausgeht, absolut nicht zu unterschätzen. Die mit Guerillataktiken arbeiten, mit Sprengstoffanschlägen und so weiter. Und da geht natürlich eine enorme Bedrohung aus. Wenn sie schießen müssen. Wechsel. Dann, um zu töten. Weder wünsche ich mir das, das zu tun, weil, ich sag mal, man lernt vielleicht auch mal Menschen kennen, die das vielleicht schon erlebt haben. Und es ist halt eine Sache, die man mit sich selbst ausmachen muss, für den Rest des eigenen Lebens. Deswegen bin ich da weder wild drauf, noch ähnliches.
Aber die Kehrseite ist einfach, wenn es dazu kommt, dann müssen wir bereit sein. Sie müssen auch nachts bereit sein. Jederzeit in den Einsatz zu gehen. Ja, und der Kollege von uns, der die Kampfschwimmer ein Jahr lang begleitet hat, ist jetzt hier bei mir im Studio, Andreas Schmidt. Ja, bei der Bezeichnung Kampfschwimmer, da fragt man sich ja, warum werden die in der Wüste gebraucht? Ja, ist fast so ein bisschen missverständlich, ne? Kampfschwimmer, natürlich, das sind Marinesoldaten, die sind spezialisiert auf Einsätze auf dem Wasser, unter dem Wasser, können Schiffe entern aus Torpedorohren, tauchen, alles Mögliche. Aber sie sagen selber immer, das Wasser ist eigentlich nur das Medium, durch das wir in den Einsatz kommen. Viel von dem, was sie tun, spielt sich an Land ab. Und die sind ohnehin für alle Klimazonen ausgebildet. Das heißt, sie können kämpfen in der Eckernförder Bucht, die können kämpfen in der Arktis oder eben in der glühend heißen, staubtrockenen Sahelzone, wohin wir sie ja letztlich dann begleitet haben in Niger. Die Ausbildung, die gilt als extrem hart. Was sind das für Typen? Die ist wirklich sehr hart, die ist körperlich sehr hart, die ist aber auch psychisch sehr hart. Und das haben uns die Kampfschwimmer immer wieder gesagt, dass das eigentlich der entscheidende Punkt ist. Die körperlichen Belastungen sind da, aber man muss schon den unbedingten Willen haben, zu dieser verschworenen Truppe zu gehören, um diese Strapazen ertragen zu können. Denn am Ende ist es ja so, du hast es schon gesagt, die arbeiten häufig im Verborgenen, eigentlich meistens im Verborgenen. Das heißt, man muss wahnsinnig viel leisten, aber Lametta und Beifall und Ruhm gibt es dafür nicht. Das heißt, es muss schon reichen, zu der Truppe dazuzugehören. So, und dieses Spezialwissen, das die haben, das geben die nun alles an die nigrischen Spezialkräfte weiter? Natürlich nicht alles. Also der Wasserteil fällt ja schon mal weg. Ja. Das ist am Südrand der Sahara. Und dann sind die da auch auf einem anderen Niveau, muss man sagen. Ein Großteil der nigrischen Soldaten sind Analphabeten und die Fähigkeiten sind jetzt nicht so ausgeprägt. Es geht also viel um Basisausbildung, Schießen, aber auch taktisches Bewegen im Gelände. Aber man darf eben nicht vergessen, das ist eine der gefährlichsten Gegenden der Welt im Moment. Dicht an der Grenze zu Mali, da kommen immer wieder Terrortruppen über die Grenze. Wir haben es selber erlebt, als wir da waren, ist ein Dorf in der Umgebung angegriffen worden. 25 Tote hat es gegeben. Es ist ganz, ganz furchtbar, das mitzuerleben. Ja. Ja, und der Einsatz in Niger ist ja auch eng an den in Mali gebunden und stehen beide Einsätze ja stark in der Kritik oder werden auch von der Politik in Zweifel gezogen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, klar. Ich meine, wenn man sich die Lage in Mali anguckt, politisch ist das kaum erträglich. Französischer Botschafter wird ausgewiesen, einem deutschen Flugzeug werden die Überflugrechte verweigert. Gleichzeitig gibt es so ein undurchsichtiges Spiel mit russischen Truppen und so halboffiziellen Söldnern. Das ist schon extrem schwierig. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, und das tut die Politik natürlich auch, was passiert, wenn wir weggehen? Denn das eine ist, gehen wir oder bleiben wir? Das andere ist, was ist denn da los in der Region? Diese ganzen Terrorangriffe, die Armut, der Klimawandel, was das an Flüchtlingsbewegungen auslöst, unglaubliches Elend, das ist ja nicht weg, wenn wir weggehen. Und die Alternative muss man sich überlegen. Ganz kurz noch, wie sehen die Kampfschwimmer selbst das? Die hoffen natürlich, dass dieser Einsatz, den sie da bringen, in dieser Hitze, dass all die Entbehrungen, die sie da erleiden, dass das auch einen Sinn hat, dass sie letztlich einen Beitrag dazu leisten können, dieses Land sicherer zu machen. Das hoffen sie. Also deine Doku Einsatz in der Todeszone nach um 23 Uhr im Ersten, jetzt schon in der Mediathek und Auszüge davon in den kommenden Tagen hier bei uns im Magazin. Vielen Dank. Danke.